Ich grüße Sie aus der zauberhaft winterlichen und sehr, sehr kalten Schweiz, aus Flüeli-Ranft, da wo die Schweiz am innersten ist. Und ich gratuliere Regens Wagner zu 175 Jahren Geschichte. Es freut mich, die Anfänge dieser reichen Geschichte in einer Doppelbiografie zu würdigen. Am Anfang stehen visionäre Menschen und Visionen wirken oft weit über ihre Zeit hinaus. Aus einem kleinen Anfang ist ein Sozialwerk geworden, das heute weit über 7000 Mitarbeitende umfasst. Die Dillinger Schwestern, die das Werk über viele Jahrzehnte entwickelt haben, dürfen sich freuen, dass es von Engagierten ohne Kopfschleier so tatkräftig weitergetragen wird. Die Art, wie die Dillinger Schwestern und Regens Johannes Evangelist Wagner Mitte des 19. Jahrhunderts soziale Exklusion überwanden und ihre Wege für die Förderung und Bildung jedes Menschen einzustehen, sind zeitbedingt. Vieles, was Interessierte im druckfrischen Funkenbuch lesen, gehört einer fernen Geschichte an. Liegen die Anfänge dieser Geschichte in der Vergangenheit, dann sprechen sie nicht direkt in die Gegenwart. Der Ursprung einer Geschichte allerdings bleibt wegweisend und kommt mit durch die Zeit. Bleiben Anfänge zurück wie der Beginn eines Gewässers, das sich auf den Weg macht, so kommt der Spirit des Ursprungs mit durch die Zeit, wie das Wasser einer guten Quelle, das auf dem Weg erfrischend bleibt. Mit Blick auf die ersten Jahre der Regens-Wagner-Stiftung sind es der beherzte Einsatz für Humanität und ein menschliches Miteinander, die Regens-Wagner, Maria Theresia Haselmeier und ihre Schwestern wagten. Das gehört zum Spirit des Ursprungs. Aber auch ihr partnerschaftliches Zusammenspiel und ihre Kunst, soziale Weite mit innerer Tiefe zu verbinden. Ich wünsche dem Jubiläumsjahr inspirierende Blicke auf Anfang und Ursprung. Dankbare Blicke auf das, was daraus geworden ist. Beherztheit im Weitergestalten des Werkes und seiner Lebensorte. Und natürlich viel Rückenwind in eine gute Zukunft.